Zumal so ein Maschinenraum. Was ist denn interessant? Nehmen wir Molotovs in die Hand. Es ist zu hoch zum Herunterspringen. Also hier muss definitiv irgendwas gemacht werden. Ich denke mal, sie ist erschlossen. Sie können sie nicht öffnen. Okay. Das heißt also, ich muss jetzt nach draußen. Muss dann mal gucken, wann wir da sind. Hier ist definitiv Markus in der Nähe. Aber wo ist die Frage? Ich habe ihn erst nirgendwo gesehen, also. Keine Ahnung. Oh. Hier ist Munition. Und tote Leute sind hier. Wow! Akten zum Egelwachstum. 3. Februar 1978. Habe 4 Egeln Tee verabreicht. Zunächst leben sie als Parasiten und Raubtiere. Dann vermehren sie sich. Dank der biologischen Merkmale sind sie ideale Kandidaten für Biowaffen, für die Biowaffenforschung. Ansonsten wurden die keinerlei Änderungen beobachtet. 10. Februar 1978. Seit der Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Große rapide verdoppelt. Erste Anzeichen der Verwandlung. Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde, aber ihr Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnell, Futtermenge erhöht, aber 2 wurden aufgefressen. Das ist hundertprozentig irgendwie ein Rätsel. Deswegen schaue ich mir das gerade mal auf. Also, gehen wir nochmal gerade zurück. 4 Egel. Und verdoppelt. 2 gefressen. Okay. Das haben wir schon mal. 7. März 1978. Habe ihnen Lebensfutter gegeben, aber die Hälfte verloren. Hälfte verloren. Die Egel leben jedoch aus Erfahrung und gehen zur Gemeinschaft in Angriffen über. Keinerlei Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft alle Erwartungen. 22. April 1978. Individualität der Egel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe. Fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. 30. April 1978. Ein Mitarbeiter hat meine Experimente entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Wie reagieren die Egel? 3. Juni 1978. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder. Ihr gehört mir allein. Das ist bestimmt irgendwie ein Rätsel, deswegen habe ich mir das jetzt mal aufgeschrieben. Es scheint sich um eine Gerät zu handeln, mit dem man Gas in das Zimmer nebenan hineinpumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Also ich muss da irgendwas reinlegen. Das haben wir schon mal erkannt. Und hier ist eine rote Chemikalie. Und du bist tot. Du stehst wahrscheinlich auf. Nehme ich einfach mal an. Jo. Gewehrmunition. Nehmen wir mal mit. Ich war noch nicht im Raum nebenan, deswegen gehen wir auch dahin mal. Mal gucken, wo wir dahin kommen. Ah, okay, hier ist der Raum. Hier ist der Raum, wo,
Wow. So, nachladen, bevor wir hier gleich in Schwierigkeiten kommen. So. Bleib liegen. So. Okay, die sind tot. Was haben wir denn hier? Hier hinten haben wir einen Raum, wo wir noch nicht hinkommen. Diese Tür ist mit einer Bürste von Markus verziert. Der Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Okay. Und hier ist nochmal eine Chemikalie. Wo ein Behälter, um sie zu transportieren. Oh, was haben wir hier? Untersuchungsbericht. Dr. Markus, Mitgründer, Mitpräsident Spencer von der Umbrella Corporation. Vor 10 Jahren verschwunden. Die Ereignisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Markus geführten Ausbildungsstelle deutlich. Nun nicht direkt hier, sondern im Keller. Alles wurde klar, als wir dorthin hingingen. Wir fanden den Beweis für Markus' Arbeit an dem T-Virus-Prototypen namens Progenitor. Scheinbar nutzte er jahrelang Mitarbeiter des Unternehmens als Versuchskaninchen. Wir wissen nicht, wie viele er für seine Arbeit missbrauchte. Doch die Indizien zufolge waren es mindestens 20 Personen. Einige wurden absichtlich getötet, um das schreckliche Geheimnis zu bewahren. Der derzeitige Aufenthaltsort des Doktors ist unbekannt. Angesichts der rapiden Wachstums der Umbrella Corporation in der letzten Zeit vermute ich stark, dass die Forschung läuft. Ja, sein Experiment lebt und wächst im Geheimen. Diese Dinger, die Früchte seiner Arbeit, sind überall in der Anlage. Die restlichen Seiten des Notizbuchs fehlen. Hier wurde jemand gefoltert. Natürlich alles sehr schön. Oh, hier ist ein Silver Spray. Cool. Aber das erste Hilfe Spray behalten wir mal. Nur für alle Fälle. Weil momentan. Ja gut, ihm geht's. Hier ist nicht so schlecht, aber. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nur einen dahin schicken kann. Aber ich werde jetzt erstmal nur die Munition dahin schicken. Ist wieder jetzt wie im Zug. Also, das ist der Hammer. So, Rebecca, nimm du dir mal die Munition. Dann hast du nämlich auch wieder. Dann hast du nämlich auch jetzt wieder Munition, bisschen mehr. Und zwar, boah, 19. So. Und dann schicke ich hier auch die Farbbänder runter. Zumindest ein Teil. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie komplett alle runterschicken kann. Oder. Ja. Müssen sie halt hin und her schicken, wenn sie speichern wollen. So einfach ist das. So, Rebecca nimmt auch die Farbbänder. Und dann speichern wir auch nochmal. Will ich mal sagen. So, mal gucken. Ich denke mal, dass jetzt hier sich auf dem Raum geöffnet hat. Von daher werden wir einfach mal schauen, was sich da drin befindet.